und ihr Name ist schon fast ein Programm. Ton, Steine, Scherben. Das deutsche Wahlrecht ist erbarmungslos. Wer in den Bundestag will, muss an diesem Ausschuss vorbei. Wir sind gerade beim Rauchen. Sektierer, Piraten, Autonome, 52 ernste und bierernste Parteien wollen zur Bundestagswahl. Aber die APPD, die anarchistische Pogo-Partei Deutschland, vermisst ein paar Landesverbände. Die Landesverbände Sachsen und Brandenburg befinden sich im Untergrund. Also den Landesverband Sachsen, Brandenburg gibt es? Ja. Weil er bei uns in unserer Sammlung nicht verzeichnet ist? Ach so, ja. Wie gesagt, im Untergrund. Ich stelle jetzt fest, Sie haben uns keine Mitgliederzahl genannt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Pogos, Anarchos, Unnormalos, das deutsche Wahlrecht versteht keinen Spaß. Wofür? Mach kaputt was, euch kaputt machen. Mach kaputt was, euch kaputt machen. Ihr Name ist schon fast ein Programm. Ton, Steine, Scherben. Die Überpartei, die APPD und die Bergpartei sind heute leider nicht zur Wahl zugelassen worden. Ihr könnt uns nicht wählen und wir rufen jetzt euch alle auf, mit uns in den Untergrund zu verschwinden. Okay. Psst. In den Untergrund, so wie es einige Landesverbände von der APPD schon getan haben. Und die Mitglieder können ab jetzt an den vereinbarten Punkten ihre Ausrüstung abholen und an den demokratisch, strategisch wichtigen Punkten Stellung beziehen. Also ich mache die dicht, wenn wir nicht zerschmelzen, das erkläre ich schon mal. Ich habe keinen Bock mehr, das irgendwie zu zweit durchzuziehen. Und ich auch nicht. Ja, ich habe Bock drauf. Hättest du Bock drauf? Ja, dass wir uns auf keinen Namen einigen würden. Keine Sauertier Namen würden. Du? Hast du einen Namen? Überpartei, Bergpartei. Überpartei, Bergpartei, freier Zusammenschluss. Ich würde Leerzeichen nehmen. Da kann man keine Philosophie drauf aufbauen. Ja. Frage der Ästhetik, die ich auch, ich kann das unterstützen eigentlich, aber ich bin da gespalten. Ich möchte da nicht grundsätzlich Freunde des Computers ausüben. Okay. Habe ich vorhin ethnische gesagt? Ich wollte ethische sagen. Warum bist du nicht ethnisch? Ich dachte, weil wir so eine aussterbende Bevölkerung. Mein Problem gerade ist mit den Plakaten und so, dass jetzt sämtliche Werbungen alle auf Parteiwahlkampf machen. Ja, die Kiez oder alle machen jetzt irgendwie so. Aber alle machen jetzt einen auf Piraten. Verkaufen ihr Produkt in Form von Wahlwerbung. Ja. Und wenn wir da jetzt auch noch mal ankommen mit lustigen Plakaten, das ist irgendwie. Eigentlich das schwimmt dann. Irgendwie muss schon gar zusammenfassen. Das ist auch eine Demonstration der Dialekte. Thank you.
Tierarten in Berlin hier aufsetzen, das die hier noch nicht heimisch sind. Ja, ich bin dafür, wir machen unsere Plakate wie Bauvorhaben. Hier, ah, ja. Hier entsteht und bla 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 bla. Ja, Bauherr so und so Partei. Das gefällt mir. Und wieso? Und warum? Um Spaß verstehen. Und wir rufen den Rückhalt in der Bevölkerung auf, uns durch zivilen Ungehorsam, aktiven Widerstand und Boykott die Regierung zur Kapitulation zu bewegen. Der nächste Rückhalt in der Bevölkerung verfolgt uns eigentlich. Sie folgt uns gnadenlos. Unaufhörlich. In den Tod. Live aus der offenen Uni Berlin im letzten besetzten Haus.